Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zur letzten. Und ja, letzte Folge haben wir, oder besser gesagt letzte Woche, haben wir eher ziemlich, naja, unverdient jetzt nicht direkt, aber ziemlich bitter gegen Bayer 04 verloren. Und das werden wir hoffentlich heute mit einem Sieg gegen FC Valencia, mit einem zwingenden Sieg, sonst bedeutet das das aus, weitermachen müssen. Aber sei es drum, selbst wenn wir verlieren, ist es im Prinzip egal, weil es ist ja nur das Vorbereitungsturnier. Und ja. Ja, genau. Und jetzt auch ein Hallöchen von mir. Und wir werden als erstes mal in die Mannschaft schauen und umstellen. Weil wir werden jetzt, glaube ich, mal so schauen, dass wir mal mit, zumindest von der Stärke, mal mit der besten Mannschaft auflaufen. Oder wo wir denken, dass es die beste Möglichkeit ist, aufzulaufen. Also wer uns auch am besten gefallen hat, das heißt, ich würde den Touré schon reintun, weil der hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Stimmt, ja, habe ich aber mir auch gerade gedacht. Ja. José Enrique würde ich auch lassen, der hat mir ziemlich gut gefallen. Ich glaube, die Verteidigung steht. Ja, die finde ich es auch. Es ist nur die Frage, Lallana würde ich rein, obwohl Henderson hat mir auch gut gefallen. Vielleicht mal Lallana für Milner. Vielleicht mal so. Und wen haben wir? Gehen wir ein bisschen runter und schauen mal da. Ja. Ja, was wir auch noch mit beeinrechnen müssen, Roberto Firmino und Coutinho sind noch weg. Das sind auf jeden Fall zwei ziemlich gute Top-Leute. Vielleicht nehmen wir mal den Ings mit. Tu ihn gleich mal rein und den Start, Origi auf die Bank. Den Deke lassen wir drinnen rein. Ja. So, und jetzt können wir ja schon vorspulen. Ihr passt. Ja, wir wollen speichern. Ja, genau, und wir haben jetzt auch schon zwei Scout-Aufträge im Betrieb am Laufen, genau. Nämlich nach einem Linksverteidiger und einem Innenverteidiger. Genau. Und da warten wir noch auf die ersten Antworten und sie akzeptieren es. Bournemouth akzeptiert das Angebot von Dejan Lovren für 13 Millionen. Das ist natürlich sehr gut. Okay. Warte, wie komme ich da jetzt weiter? Du musst anklicken. Genau. Achso, ja, da musst du unter Transfers. Okay, da, das werden wir natürlich gleich. Warte. Da war das, oder? Nö. Warte. Transferverhandlungen. Ah, genau. Okay, Lovren. Ja. Was? Läuft aus. Ach so, dann läuft es wahrscheinlich noch. Na, gehen wir einfach nochmal weiter und dann ist es wahrscheinlich hier. Ja. Noch einen Tag weiter. Marco Verratti gewechselt zu Atletico. Okay, ist auch nicht schlecht. So, damals jetzt Transferangebot. Transferangebot. Achso, man kann sie denn. Das war ja das von vor. Achso, ja, dann löscht das mal. So, löschen. Oh, warte. Fail. Ich glaube, ich jetzt nicht ganz rum, dass ich anklicken kann. Naja, kümmern aber wir uns. Aber okay, starten wir jetzt mal im Spiel und dann danach kümmern wir uns mal. Okay, dann geht's auf gegen den FC Valencia. Jawohl, und da muss jetzt ein Sieg her, wenn wir weiter wollen. Okay. Jawohl, heim, auswärts. Ja, du lieber heim. Nö, das erkennt man schon. Bist du sicher? Jo. Okay, dann würde ich sagen, starten wir direkt. Yes. Go. Wir spielen diesmal im Trainingsbereich. Nein, natürlich nicht. Ja, schön. So, weg mit dem Kack. Schau, ich habe ihn verarscht. Ah, jetzt doch nicht. Okay, und wir spielen schon wieder im Signal Iduna Park. Ich meine, ich sage nichts Schlechtes. Und auf jeden Fall kein schlechtes Duell. FC Liverpool gegen FC Valencia. Nein, also da ist man schon ziemlich hoch bedient als Zuseher. Unsere Aufstellung. Ja, und dann gehen wir gleich wieder auf Ballbesitz. Okay. Zwei Spieler gebucht. Von unserem Ings von FC Burnley. Für nur 10 Millionen. Von dem her? So. Eigentlich ein Schnäppchen. Okay, gleich wie letztes Mal die Einstellungen. Ja, Ballbesitz und. Ja, lassen wir mal ausgeglichen. Okay, dann passt. Go. Los geht's.
auf ein neues. Einlassen über rechts. Sagen die Partie gehen wir mal etwas ruhiger an. Denn der Gegner ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Auf keinen Fall. Es war schon relativ knapp. James so. Henderson. Ah, da ist noch keine Lücke da. Nach okay. Innen. So. Inks. Inks. Und. Müsste aber Eckball geben, glaube ich. Nein. Nein. Aber es war keine schlechte Aktion, das hat man gedacht. Also, er hätte von mir aus auch das Foul ziehen können, weil das wäre keine schlechte Freistoßposition gewesen. Auf jeden Fall nicht. So, jetzt Valencia im Angriff. Und. Oh, sehr schön von Sarko abgewehrt. Eine äußerst gute Verteidigung. Also seine Haare sind. Ja. Der Burner. Oder der abgeburnte. Okay. Barreggio mit dem einen Eckball. Und die Batterie ist fast leer. Von meinem? Von meinem. Ja, steck ihn an, oder? Einen Moment. Ein kurzes technisches Problem. So, aber. Geregelt. Solche Probleme kommen ja nicht mehr vor, bekanntlich bei uns. So, der liegt zurück. So, ich glaube, man hat das gesehen, wo wir spielen. Das habe ich noch gar nicht erwähnt, natürlich auf der PlayStation 4. So, der war gut. Jetzt. War, okay, ich wollte eigentlich nach unten passen. So. Nur hat das nicht ganz so funktioniert. Sliné, ich weiß immer noch nicht, wie man den ausspricht. Es tut mir echt leid, dass ich den immer falsch ausspreche. Also ich weiß nicht, ob man den Französisch ausspricht oder Englisch. Okay, das was war das? Aber ich glaube, dass man fast Sliné ausspricht. Ich bleib bei Sliné. Ich frag Lon. Okay, das gibt aber Abstrich. Ich frag nicht, was das war. Jedenfalls ist der ganz dezente Instagram-Werbung. Bestätigt, Javier Pastore. Für nur 48 Millionen. Von PSG zu Arsenal. Und mir ist gerade aufgefallen, da im Hintergrund so ganz dezente Instagram-Werbung. Die hat sicher nicht viel gekostet bei EA. Tja. Aber irgendwie müssen sie es ja auch finanzieren. Ja, sehr stark von Henderson wieder, aber... Dafür sehr schwach von Ings. Allen. Echt? Okay. Really? So, da spielen sie jetzt gut. Fenguili. Fenguili. Und... Barco. Da gibt's den Abstoß. Oh. Wieder eine sehr ruhige Anfangsphase wie gegen Bayern. Ja, nur leider hat sich das im Ende relativ, naja, ungut. Negativ entwickelt, diese Geschichte da. Obwohl wir eigentlich nicht schlecht waren. Aber wir haben einfach zu wenige Chancen gehabt, das muss man sagen. Oder genutzt, die was so, wir hatten. Und der tut halt fast ziemlich weh. Und der tut noch viel mehr weh. Und der auch. So, ist halt jetzt sehr bitter, ja. Das waren jetzt genau sowas muss man einfach viel scheiter rausspielen als sowas. Boah, zum Glück haben wir ein Minolet im Tor. Minolet, glaube ich, auch schon sehr lang bei Liverpool, kommt mir so vor. Kann jetzt voller Schwachsinn sein, aber mir kommt jetzt nicht bekannt sein. Okay. Den habe ich nicht. Dafür gibt es einen Wurf für uns sogar. Okay. So, Sliné. So, gutes Dribbling von Sliné. Geht weiter auf Ings. Kann man mit dem auch ausspielen. Wird schon so stimmen. Und der verliert den Ball allerdings wieder. Ich weiß jetzt nicht, ob es an ihm lag oder an meiner Dummheit. So, jetzt Emre Can. Seite den Ball weiter. Sturridge. Und Mustafi kann klären. Xavi Fuego. So, so ist es. Okay, der dribbelt im Mittelfeld relativ gelassen. So, auf den. Ich laufe mal mit dem mit. Das war eine gute Entscheidung. Sehr gut abgelaufen. Und das war halt sehr scheiße. Alter, also ohne Millionär wären wir halt ziemlich am Arsch mittlerweile. Lama. Ja. Hab ich mir gedacht, Geier. Von Geier. Der kommt aber nicht von Geier Dosserei, der heißt nur Geier. Das ist immer zu kurz. Oder? Ja. Ja, für den Kopfball. Ja, das schon.
José Enrique mit der verspäteten gelben Karte für die Aktion davor. So, das Problem ist, ein Unentschieden reicht uns nicht, wir brauchen den Sieg. Ja, so schaut's aus. Darum gehe ich jetzt auch auf Offensiv. Also wir. Ja, Valencia ist ja mit dabei, wenn sie uns besiegen, ja, und das war ein eindeutiges Foul. Und ich habe jetzt Schiss, dass sie sich verletzt hat, aber ich glaube nicht. Passt. Ja. Ja, Sturridge ist bitter, falls wir den verlieren sollten. Was gibt's Geld? Ja, es werden natürlich echt beschissen, gerade für den Antonio Barraga. Für den Saisonanfang. Ja, José Enrique gibt rein, allerdings nicht genau genug. R. De Paul. So, das war gut abgedeckt, die Passwege zugemacht. Ja, sehr stark von José Enrique. Ja, mit Schaden. Da gibt weiter auf die Außen. So, probiert's mal Sterling. Probiert es mal. In die Mitte abgelegt und da ist das Tor! 1:0 für den FC Liverpool. Genau so gehört es gespielt und es ist Benteke. Das ist genau das, was Sturridge liegt. In die Mitte ziehen. Einfach rein. Ja, perfekt. So besser kann man das nicht spielen, Alter. Sehr gut. 1:0 für den FC Liverpool. Jetzt heißt es draufsetzen und nicht einschlafen. Und jetzt hat Benteke sein Tor. Das hat er sich verdient. Das, okay, und damit wird es natürlich wieder interessant, weil mit einem 1:0-Sieg wären wir wieder im Geschäft. Ja. Allerdings muss Rom entweder unentschieden spielen oder gewinnen. Genau. Also wir können es aus eigener Kraft zu 100% eigentlich nicht mehr schaffen. Nein, das schaffen wir nicht. Aber ein Sieg ist halt Voraussetzung, dafür, genau, dass wir noch eine Chance haben. Und wenn nicht, ist auch egal im Prinzip. Schön gedeckt. Der Ball abgefangen. Man muss ja auch sagen, dass mittlerweile, also vor allem in Real Life, ja auch die besten Zeiten von Liverpool im Moment vorbei sind. Ja. Doch. Ja. Vielleicht können wir das ja ändern im Let's Play. Ja. Also, so wie wir da heute auftreten bis jetzt, das gefällt mir gar nicht so schlecht. Also, wir gewinnen die Duelle, verstehst du? Das ist. Ja. So. Was kommt der auch, ja, noch an? Ah, ich wollte passen. Ich habe unabsichtlich geschossen. Egal. Aber wir müssen halt aufpassen, wenn wir uns jetzt nicht so sicher sind. Naja, auf keinen Fall. Wie gesagt, FC Valencia ist nicht zu unterschätzen. Aber bis jetzt haben sie noch nicht wirklich einen Zugriff aufs Spiel. Und das sieht man genau da. Jetzt. Oh, der war zu. Benteke kriegt den aber noch. Da bleibt er hängen. Perez auf Pereiro. Jetzt heißt es halt, ja, sehr schön. Sehr schön, Linie. Die Abwehr nicht vernachlässigen. Das war jetzt ziemlich, aber. Ja. Und raus den Kack. Ui. Ah. War nicht schlecht. Hier, da liegen zwei übereinander. Perez am Ball. Macht er den Fehler? Noch nicht, aber er ist kurz davor, aber gibt noch frühzeitig ab. Er ist schon gelb vorbelastet, das heißt, er darf sich nicht mehr so viel erlauben. Das gleiche gilt allerdings auch für uns. Ja, Emre Can hat, glaube ich, schon wieder eine gelbe, oder? Okay, der José Enrique. Ja, das ist sehr stark. Ja, das Laufduell gewinnt leider Aragan, glaube ich, heißt er. Okay, wir müssen gar nicht so pressen. Wir können ein bisschen ruhiger auch. Naja, sie Offensive. Müssen kommen. Sie müssen kommen. Und es passiert nicht. Benteke. Offensive ist die beste Verteidigung, bekanntlich. Ja. Sehr stark. Die Kopfballduelle, die was wir am Anfang noch nicht gewonnen leider haben. Ich habe mir auch schon gedacht, vielleicht müssen wir sogar vielleicht die Formation ändern. Also vielleicht doch. Im Moment spielen wir ein 4-3-2-1. Nein, ein 4-2-3-3, glaube ich. Da, ja. Sehr stark. Und nein! Der tut weh und nein! Valencia mit dem riesen Glück. Aber jetzt machen wir Druck. Das gefällt mir. Und ist das der Eckball? Nö. Riesen Glück, dass Valencia noch nicht 2-0 hinten liegt. Ja. Das war auch sehr gut gespielt wieder. Das war Glück für Valencia, Pech für uns. Sie sind noch weiterhin im Rennen. Aber ist die Sache bei weitem nicht gegessen. So, das war. Da!
Warte, ich bleibe in der Mitte. Der ist weg. Und der ist weg. Und damit gehen wir 1-0, eigentlich fast 2-0 in die Halbzeit. Sehr verdient in die Halbzeitpause. Ich glaube nicht mal, dass Valencia überhaupt einen Schuss aufs Tor abgegeben hat. Werden wir gleich sehen. Also in diesem Spiel sind wir auf jeden Fall sehr überlegen. Lazio Bayern 1-1. Das ist gut. Ja. Hoffen wir, dass es so bleibt. Schauen wir mal kurz. Spiel also beim momentanen Spielstand werden wir weiter. Ja, Schüsse doch. Ja, aber keine hochkarätigen Chancen. Das muss man sagen. Ich würde sagen, die Mannschaft passt eigentlich. Ich würde weiter so agieren und werden dann mal Mitte der zweiten Halbzeit mal wechseln. Genau. André Gomes kommt für Enzo Perez. Okay, das heißt, da hat sich was getan. Das heißt, wir dürfen sie jetzt auf keinen Fall mehr unterschätzen. Die werten Herren von FC Valencia. So. Am besten ist, wir spielen einfach weiter, genau, so mit Pressing nach vorne. Lassen sie zu möglichst wenig Torchancen. Allerdings gleich mit einem guten bis mittelmäßigen Angriff. So, und jetzt nach vorne. So, Benteke ist jetzt mal kurz auf sich alleine gestellt. Mit dem Ball allerdings und mit Mustafi. Kein Problem für Mignolet. Ah. Einer verspringt. Und der Ball. Jetzt die Riesenchance. Allerdings eher nur ein Abpraller. Ings auf Henderson. Ah. Der verliert den Ball. So, jetzt haben wir wieder zu viele Ballverluste im Mittelfeld. Jetzt aufpassen. Da haben wir Mignolet rettet. Vor dem Valencia-Spieler aufprallt und der einfach nur die Kuhle einschießt. Kugel passt. Kuhle. Kuhle? Okay. Okay. Eckball. Ja, ungefährlich. Deke behauptet sich. Durch. Das ist seine Stärke. Und jetzt eine leichte Konterchance. Ings. Ja. Ings setzt sich auch sehr gut durch. Macht er das dann? Macht das? Er macht. Zwar mit Hilfe von Glück. Schön. Aber er macht's. Sehr gut. Und damit 2-0 für den FC, also eigentlich Liverpool FC heißt es richtig, gegen FC Valencia. Und damit stehen die Chancen eigentlich auf ein Weiterkommen relativ gut. Ja, ich weiß nicht, ob er so auch reingegangen wäre, aber ja, das eiskalt einfach genutzt. So denn ich glaube, falls so, ich würde sagen, wir gehen kurz wechseln. Kannst weiter reden? Ja, wenn ich richtig gerechnet habe, wenn Bayer 2-1 gewinnt, müssten wir trotz Tordifferenz mit einem Sieg bei 3-0 noch weiter sein. Das heißt, falls wir noch ein Tor schießen, haben wir es. Wenn wir mit 3 Toren Vorsprung die Sache für uns behaupten. Ja, ich nehme jetzt dann haben wir eine bessere Tordifferenz als Valencia. Allen rein und Origi rein. Wenn nicht sogar schon ein 2-0 reicht. Statt Sturridge in Ciao. Aber trotzdem so weiterspielen, das Fußball kann alles passieren. Mustafi hat sich verletzt. Anscheinend Javi Fuego. Den einfach locker flockig hinausspielen ja, und Sturridge hat den Ball. Mit seiner wahrscheinlich letzten Aktion im Spiel. Ja. Ja. Sehr schön. Und ja, jetzt ganz frei. Kein Abseits und da ist das 3 zu 0. Benteke wieder. Genau da muss er stehen. In diesen Momenten. Dafür ist er da. Um einfach nur abzustauben. Sehr schön. Und damit genauso führt Liverpool 3 zu 0 gegen Valencia. Das schaut jetzt schon wirklich gut aus. Also ich würde sagen, da ist auch noch Pech, aber dann genau da muss er sein. Damit stehen die Chancen relativ gut. Für den Aufstieg. Für den Aufstieg ins Halbfinale. Also es ist ja nicht so, als würden wir die 9 Millionen unbedingt brauchen. Aber ja, schaden kann es nie. Wir müssen jetzt so und so mal schauen, ob wir was verpflichten und wen. Ja, und da werden wir uns jedenfalls nach dem Spiel drum kümmern. Ja. Kurz. Also da wird jetzt hier auch noch alles
mitbekommen. So, und der Ball wieder bei uns. So, also Valencia bis jetzt eigentlich, sagen wir so, fast chancenlos. Ah. Bis auf ein, zwei Fehler unsererseits hat sich bei ihnen nicht viel ergeben. So, jetzt vielleicht Gomez mit dem Angriff. Ja, aber wir sind da. Und das erste Barclay Premier League Spiel ist auswärts gegen Stoke City. Okay. Das heißt, wir müssen immer noch warten auf das erste Spiel in der Anfield Road. Aber Stoke City, für uns ja als Österreicher, Marko Arnautović spielt dort. Ja. Also schauen wir mal ein ziemlich. Ich muss zugeben, auch der Einzige, den ich nicht kenne, der was dort spielt. Origi. Ah, probiert nochmal abzulegen. Stellungsfehler leider. Meinerseits. So, Henderson. Henderson mittlerweile auch ein wichtiger Spieler im Spiel. Aufbau nach vorne. Also die ersten zwei Partien waren relativ zart, aber jetzt mittlerweile scheinen wieder ins Spiel zu kommen. Und da ab. Kommt der Schuss. Mustafi. Mustafi, der war mal kurz verletzt, kommt mir vor. Geier. Dreht sich ein paar Mal im Kreis. Ja. So, Valencia weiterhin. So, okay. Ja. Chancen kann man geben. Kann man. Ist aber weiter nicht schlimm. So. Rodrigo für De Paul. Und wir werden jetzt mal auf ausgeglichen gehen, würde ich sagen. So, das war ein. Das ist jetzt die Riesenchance. Kann sich auszeichnen und sehr gut sogar. Da gibt es sogar Abstoß. Ja, ich würde sagen, den Goalie werden wir so schnell nicht wechseln. Der rettet Christian uns Benteke. Ziemlich oft anders Spiel. Also, falls ich richtig gerechnet habe, dürften wir momentan weiter sein. Egal wie das andere Spiel ausgeht. Allerdings bei einem 3-2-1 wird das Ganze wieder anders aussehen. Naja, Bayern muss verlieren. Bayern gewinnt sie nicht raus. Nö, weil Valencia sind ja. Hätten dann eine schlechtere Tordifferenz als wir und wären dadurch. Nein, Dritter. Aber Lazio und Bayer haben 4 Punkte. Nö. Oder? Doch. Oh. Ich glaub schon. Und Valencia und Bayer haben 4 Punkte und. Ja, Valencia, aber dann haben wir eine bessere Tordifferenz als Valencia, wenn wir gewinnen. Na, jetzt konzentriert bleiben und bei dem Spiel bleiben. Da wird ein Trikot gezupft. Ja. Aber den Schiedsrichter interessiert es nicht, das heißt. Sehr schön. Und Mignolet rettet uns wieder einmal. Ja, wir müssen jetzt aufpassen. Ein weiterer Eckball. So, der kommt zu. Okay, vielleicht ein zweiter. Die Reingabe kommt. Sie allerdings wird stark geklärt. So, vielleicht zum dritten. Nö. So. Sturridge. Origi auf Achso, sich alleine. Sturridge ist ja gar nicht mehr dabei. Ja. Ich finde, vorne sind wir ziemlich gut aufgestellt. Ja. So, und man schärft allerdings nicht nachhaltig. Und die Chance. Ja, aber gut durchgesetzt von Fegoli. Bis jetzt schaut alles im Allen relativ gut aus. So, das hat mir. Also wenn nicht mehr gröber was passiert, dürften wir weiter sein. Ist natürlich alles Spekulation, genau weiß ich es auch nicht und es ist ja noch nicht vorbei. Und da ist das 3-1. Ah. Aber ich glaube, es dürfte noch ziemlich egal sein. Es ist wichtig, dass sie diese 3 Punkte holen. Ja, den haben sie sich jetzt verdient, so ehrlich muss man sein. Aber jetzt, gehen auf Ballbesitz, lassen nichts mehr anbringen. Jetzt die letzten 10 Minuten. Und unser Fernseher schaltet sich in ein paar Sekunden aus, deshalb muss ich kurz die Fernbedienung drücken. Sollte ich vielleicht auch ausstellen fürs Aufnehmen. Ihr habt das jetzt nicht gesehen. Das war nur eine Anzeige auf dem Bildschirm. Ja, sehr stark. Sehr, sehr stark von Henderson. Da bleiben wir, Ballbesitz. Henderson. Und Benteke, wieder Benteke. Also jetzt hat mich der Bursche aber sowas von überzeugt. Ab jetzt. Unglaublich. Hattrick. Der macht eine Leistung. Und wieder da, wo er stehen muss. Ja, ich würde sagen, die Sache ist durch.
Auf jeden Fall echt ein Top-Tor. Henderson mit Zug aufs Tor, abgefälscht und ja. Perfekt. Also besser kann man den fast nicht machen. Da ist das 4:1 und das muss es jetzt gewesen sein. Vielleicht legen wir noch drauf. Wieder Benteke. Ja, der Junge, der hat's drauf. So eine Partie könnte uns natürlich echt Selbstvertrauen geben für die erste Premier League Runde. Unser Ziel ist es ja, Champions League zu erreichen. Noch einmal eine etwas harmlosere Köpfler Richtung Millionier. So. Was gibt's jetzt? Abseits wahrscheinlich. Gelb für? Aha. Joe Allen. Okay, das habe ich nicht ganz mitgekriegt. Vielleicht Wiederholung. Ach, mit dem Kopf das Knie wegrasiert. Ist, denke ich, für beide nicht angenehm, aber ich glaube, man kann es geben. Geht in Ordnung. Flanke von Negredo. Mignolet ist wieder da. Perfekt. Der hat auch gerade seine Top-Spiele erwischt, der Bursche. Also ich glaube, vom Thema Goalie und Spitzensturm brauchen wir uns keine Gedanken machen. Oh, Ings. Auf Benteke, der ist jetzt aber schon am Arsch. Macht das trotzdem. Nein, verliert den Ball. Ja, Kondition hat er auch nicht unendlich. Okay, das war gerade. Lallana kommt nicht durch. Jetzt nochmal die Konterchance, da spielen sie gut. José Enrique. Da kommen sie durch. Mignolet. Und nicht das 4:2. Da haben wir Glück. Den vergibt er halt echt ziemlich einfach. So, die Nachspielzeit ist am Laufen. Henderson. So, ich würde sagen, die 3 Punkte sind relativ fix. Allerdings nochmal Valencia im Angriff. Und der war glaube ich, abgefälscht. Ja, glaube ich auch. Das war quasi jetzt die Rettung auch noch. Ja. Kein Eckball. Joseph Enrique, glaube ich, war es. Ja. Leicht abgefangen. Benteke. Auf Origi. Der wird aber auch heftig gezupft. Origi, das ist meiner Meinung nach ein Foul. Meiner Meinung nach auch. Da. Aber es ist so und so, egal. 4:1. Da ist der erste Erfolg. Und sehr souverän, das hat mir schon sehr gut gefallen. Auf jeden Fall, so können wir auch durchaus auftreten in der Premier League. Und das tut dem Benteke auch gut. 4 Schüsse, 3 Tore. Auf jeden Fall der Mann des Spiels. Ja, das ist so klar. Na gut, dann schauen wir nochmal kurz. Jetzt wird es nochmal spannend. Wir haben die anderen abgeschnitten und Bayer hat 2:1 gewonnen. Aber das heißt, aufgrund der Tordifferenz müssen wir warte mal. Rein theoretisch weiter sein. Und dem ist so. Wir sind weiter. Knapp, aber doch. Und es geht auch schon am Mittwoch weiter. Für euch geht es morgen weiter, am Sonntag. Ja, wir schauen jetzt und noch kurz. Und wir haben auch schon ein kleines Preisgeld erhalten, und zwar 2 Millionen. Und wir schauen jetzt noch kurz für Daniel Sturridge. Nie im Leben. Ich will nur schauen, was sie uns geben würden. Das ist nichts. Nö. Das auf keinen Fall Daniel Sturridge, den brauchen wir. Hat man davor auch gesehen. Und was war jetzt mit dem Verkauf von dem einen Spieler von... Ja. Von dem Transferverhandlungen. Da. Lovren, genau. Kann man da nichts anderes klicken? Nö, ich kann da nur sortieren. Angebot. Warte, jetzt geh nochmal gucken. Laufende Verhandlungen, erfolgreiche Verhandlungen. Geh nochmal zurück. Angebot erhalten. Spieler prüft Verhandlungsstand. Spieler prüft. Achso, okay. Der ist noch nicht so weit anscheinend. Okay. Na gut, dann gehen wir nochmal bis zum nächsten Spiel vor, würde ich sagen. Tun wir noch oder vor nö, wir können simulieren. Trainieren nochmal und dann simulieren wir noch vor. Genau. Schauen, ob sich was Neues ergibt. Und dann für euch am Sonntag, das heißt morgen, die nächste Runde, das European, was war's? International Cup Halbfinale gegen Besiktas Istanbul. So, jetzt spulen wir nochmal kurz vor und schauen, ob sich noch was tut. Auf jeden Fall auch keine Partie von schlechten Eltern. Spieler verkauft und es ist soweit. Lovren haben wir verkauft. Da gehen wir nochmal kurz rein. Okay, da ist es Deutschland. Spieler verkauft für 13 Millionen. Der Vorstand hat ein Transferbudget von 11 Millionen aufgestockt. Passt, sehr gut. Das heißt, wir haben jetzt ein Vermögen von, zimperlichen 68 Millionen. Ja, und da werden wir sicher noch was machen. Und was werdet ihr
werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Und ja, lasst einen Daumen nach oben, schreibt irgendwas in die Kommentare, falls euch irgendwas nicht passt oder Kritik oder was weiß ich. Ja. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von FIFA 16. Ciao. Ciao.